Der Koalitionsvertrag steht. Wie sieht das denn darin mit Datteln aus? Ja, also direkt nach der Regierungsbildung werden wir den Landesentwicklungsplan im Teilbereich Energie, den die alte schwarz-gelbe Regierung noch eingebracht hatte, wieder zurückziehen. Und damit ist dann genau der gerichtliche Stand, genau der Stand vorhanden, als E.ON Datteln beantragt hat. Und auf dieser alten Grundlage wurde ja vom Oberverwaltungsgericht in Münster dieser ganze Bau für rechtswidrig erklärt. Das heißt, alles ist wieder so wie vor der Zeit, als Schwarz-Gelb Gesetze und Programme umändern wollte, damit Steinkohle oder mit Kohlekraftwerke gebaut werden können.